Ja, ich freue mich, ein gutes Gespräch mit dir zu führen, Gregor. Am 26. ist der Härtener Putztag. Vielleicht sagst du noch mal, wie lange gibt es denn schon und ja, was wird da an dem Tag gemacht? Also wir haben jetzt dieses Jahr den 22. Härtner Putztag. Den gibt es natürlich aufgrund von Corona. Die Ausfälle sind da leider Gottes dann an den Tag getreten schon länger. Wir putzen sozusagen im ganzen Stadtgebiet. Also das heißt, wir auch grundsätzlich ja und die Bürger unterstützen uns dieses Jahr mit dem Frühjahrsputz in Anführungsstrichen. Und dass sie halt die Flächen auch noch, die im direkten Umfeld sind oder wo sie sagen, da habe ich schon immer mal was gesehen und wo wir teilweise auch nicht hinkommen, dass die Bürger da entsprechend nochmal aktiv werden und richtig reine machen. Das heißt, wenn sich jemand an diesem Putztag engagieren will, dann kann er sagen, ich würde gerne da sauber machen und ihr sagt nicht, wir suchen für euch eine Fläche aus, sondern da darf man sich dann aussuchen. Also die Bürger können sagen, ich will da putzen. Wir sagen, passt es nicht. Wir gucken halt letztendlich, ob die Fläche soweit nicht privat ist, sondern eine öffentliche Fläche und da können die Bürger dann halt putzen. Ansonsten können sie auch gerne ihr Vereinsgelände oder im Umfeld putzen. Da unterstützen wir die Bürger. Wenn es natürlich einen Punkt gibt, dass da schon sehr viele putzen, dann versuchen wir dann halt andere Flächen vorzuschlagen oder halt mit anderen Gruppen vielleicht zu verknüpfen, dass die Leute sich denen anschließen und das funktioniert eigentlich in der Regel relativ gut. Und die Dinge, die ich brauche, um sauber zu machen, Zange, Tüten, Handschuhe, das stellt ihr zur Verfügung. Also wir fragen in der Regel die Teilnehmerzahl ab, ob wie viele Erwachsene, wie viele Kinder und dann stellen wir entsprechend Handschuhe, Müllsäcke zur Verfügung, fragen, wo ist der Müllabladeort, dass wir wirklich an dem Samstag entsprechend sofort den eingesammelten Müll abholen können. Dann gab es ja früher, glaube ich, anschließend immer noch so eine Fete, so eine Dankfete. Geht das in diesem Jahr? Also wir haben lange überlegt, auch letztendlich halt zusammen überlegt, machen wir die Besenparty, machen wir sie nicht. Die hat sonst immer in der Fahrzeughalle stattgefunden, war ein schönes Event, dass alle nochmal zusammenkommen konnten, über ihre Erfolge oder halt ihre Funde berichten konnten. Gab immer einen regen Austausch. Dieses Jahr haben wir gesagt, wir müssen da leider Gottes drauf verzichten. Wir werden da entsprechend nachgelagert noch eine Verlosung machen, dass da Belohnungen auf den Weg gebracht werden. Aber da verraten wir später noch mal genaueres zu. Das ist noch ein kleines Geheimnis. Wunderbar. Es geht ja groß um das Thema, wie kann unsere Stadt schöner werden, ne? Und aus deiner Erfahrung jetzt auch der letzten Jahre, was würdest du sagen, muss sich im Bewusstsein der Menschen noch was verändern, was den Umgang mit Müll angeht, ein anderes Gebrauchsverhalten? Wo würdest du sehen, wie kriegt man das so langfristig hin, dass es in Härten schön ist und auch schön bleibt? Also wir haben in den letzten Jahren Wertewandel in der Gesellschaft erlebt, wo das Thema, ich entledige mich von Verpackung oder Müll letztendlich halt leichter oder halt mehr um sich gegriffen hat. Da arbeiten wir natürlich gegen, versuchen da entsprechend auch mittlerweile mit dem Thema Abfallpädagogik auch in den Kindergärten und Schulen aktiv unterstützen, da entsprechend Aufklärungsarbeit zu leisten. Es ist ein Thema letztendlich halt, das ist relativ oft oder verstärkt mittlerweile in Härten vorzufinden. Es ist teilweise schade, wenn wir die Bürger ansprechen, es kommt bei manchen auch sofort, oh, das ist ein Fehlverhalten und ist mir gar nicht mehr so aufgefallen. Das ist dann halt irgendwie so im Tagesablauf dann halt irgendwie so untergegangen. Es wäre natürlich schön, wenn mehr nachhaltige Produkte auch gekauft werden. Ja. Das heißt, wenn Kinder das lernen, auch die Frage, wie kann man Erwachsene nochmal erreichen nach großen Veranstaltungen. Ich denke mal so an die Müllproblematik, die wir haben in Herten Süd, auf Ewald, Schlegeleisen, bei großen Veranstaltungen. Gibt es Ideen oder wie man auch nochmal werben kann? Nehmt doch dann bitte die Sachen, die ihr benutzt habt oder den Müll auch mit oder guckt, dass der Müll wenigstens in die Tonne reinkommt und nicht da einfach so rumliegt. Also ist wenn wir die Leute dazu bekommen, dass sie den Müll auch wirklich in die Behälter, die bereitgestellt werden, dann halt auch wirklich reinschmeißen. Wir gucken, dass wir da vor Ort auch nochmal Abhilfe schaffen, dass wir andere Behältnisse bereitstellen. Da versuchen wir jetzt aktiv dann diesen Sommer dann halt auf Ewald zum Beispiel aktiv zu werden. Wir empfehlen natürlich halt Mehrwegverpackungen zu nehmen oder halt befandete Systeme bei Veranstaltungen dann. Und der Gesetzgeber hat ja mittlerweile auch das Thema Einwegplastik in Summe so weit aufgegriffen, oder die EU, dass entsprechend dann halt kein Plastik mehr dementsprechend für Einweg benutzt werden darf, sondern es geht ja Richtung Maisstärke und andere nachhaltigere Produkte, die in Summe jetzt auch in der Umwelt keine schwerwiegenden Probleme bereiten. Wenn ich jetzt durch die Stadt gehe und würde an irgendeiner Stelle sehen, da ist ein Müllberg und da liegt irgendwas rum, kann ich mich dann bei euch melden?
und wie macht das ein Bürger, der da was sagen will? Also wir haben natürlich mehrere Kanäle, über die man sich äußern kann. Wir haben das Thema Abfallberatung entsprechend. Das ist die normale Telefonnummer der Abfallberatung. Das ist die 303-155. Wir haben auch das Thema allgemeine Information, saubere Stadt. Das ist auch ein klassischer Weg. Das ist die 101 am Ende. Ansonsten haben wir das Thema Mängelmelder, was mittlerweile vermehrter genutzt wird. Die Leute haben alle ein Smartphone. Die Leute sind da entsprechend im Internet mehr unterwegs und das Thema wird sehr gut angenommen. Dadurch bekommen wir auch in der Regel Koordinaten gleich mitgeliefert, dass wir den Standort auch 1:1 an die Kollegen, die rausgehen, auch weitergeben können. Und das ist ein System, was Anlaufschwierigkeiten hatte zum Etablieren, aber mittlerweile hat es sich etabliert in der Härtner Bevölkerung und es wird sehr gut angenommen. Schön. Ja, danke schön, dass in diesem Jahr der Putztag auch mit eurer Unterstützung, mit eurer Hilfe bei der Organisation wieder stattfindet. Ich würde mir wünschen, dass viele teilnehmen. Wenn das Wetter schön ist, kann das ja eine sehr schöne Aktion sein. Und nochmal ganz herzlichen Dank an dich, an euer Team, an die ganze Mitarbeiterschaft, dass ihr dafür sorgt, dass es in Härten schön ist. Und nochmal ganz herzlichen Dank. Und dann wünsche ich euch und uns eine schöne Aktion am 26. und lade alle ein, die möchten mitzumachen. Informationen werden wir auch nochmal unten einspielen, wer noch Fragen hat, sodass wir am 26. ganz viele haben, die bei der Frühjahrsputzaktion in Härten 2022 dabei sind. Dankeschön, Gregor, für das Gerne, Gespräch. Matthias.